Halt dann die Klappe, wenn mir das passt, Fräulein, ne? Hast du kein Ja, wenn Mitspracherecht? du ein Bücherregal abbaust, kriegst du echt nur wieder die Bücher zurück, ne? Das ist auch so kacke. Ja. Auch Halt. diese für die Wand, die Dinger. So. Mal dieses Furzgeräusch, wirklich. Also, es ist einfach unfassbar. Ma, was sollte denn das jetzt? Warum hältst du das nicht aus? Ich sowieso schon angeschlagen war, glaube ich. Du willst auch wirklich Stress haben, ne? Kannst so schnell laufen, wie du willst. Ich hole dich sowieso früher oder später ein. So porte ich mich einfach zu dir. Klar. Klar machst du Versteckt er das. sich jetzt irgendwo in seinem Wald hier? Versteckt er sich irgendwo? Tue ich gar nicht. Sehe ich doch auf der Map. Tust du? Ja, natürlich. Nee, tust du gar nicht. Da haben wir ihn gleich. Dann wird er sterben. Dann wird er heulen, wenn er stirbt. Wo ist der Penner? Ja. Versteckt er sich? Hier irgendwo versteckt er sich doch. Tue ich das? Jetzt rennt er weiter, die Pussy, ne? Jetzt riecht er hier das Schwert riecht er schon. Das schmeckt er schon auf der Zunge. Okay. Das schmeckt er schon. Ja, komm, weißt du was? Mit so einem Dreck wie dir gebe ich mich jetzt hier nicht ab. Ne? Also, das kann ich mir auch sparen. Das ist jetzt hier. Ich baue jetzt mein schickes Schloss weiter. Mach mal. Mir fällt auch gerade auf, ich habe einen scheiß Platz für mein Schloss gesucht, wegen dieser dreckigen Mobfalle hier. Aber weißt du, was wir daraus machen könnten? So von außen halt, weil du wolltest es ja eh noch mit Wänden zubauen. Wir könnten daraus einen fetten Turm machen. Einen fetten Schlossturm. Ich habe mich in Weil, den ich habe dann mich würde in ich den das Berg euch eben oder. reingegraben, deswegen hast du mich nicht gefunden. Daher der Name, ja, verstehe. Achso, habe ich. Dann würden, also, wenn wir, weißt du, die Wasserspawn, also die Wasserflächen da, wenn wir das darauf beschränken, sozusagen, wenn da die Wände direkt rankommen, Nein. dann kann man daraus einen sehr eleganten Turm machen. Dann würde das richtig schön ins Gesamtbild Aber passen. nein. Wie aber nein. Aber Was ist nein. denn daran das Problem? Wir wollen es ja sowieso noch schön bauen und das wäre eine Option. Und halt ein bisschen da außen rum, aber nicht, ich würde es nicht so ultra breit machen. Weil wenn wir den so breit lassen, wie er jetzt ist insgesamt, das passt dann in gar kein Bild rein. Das wird dann nicht stimmig. Frag mich Ein auch, bisschen warum du auf schmaler die und Idee dann. kommst, da hinten dein komisches Schloss zu bauen. Hier mein Schloss bauen möchte? Wie kommst du denn auf die Idee, hier deine rote Hütte hinzubauen? Was der Start Da war. sagt er wieder, da sagt er wieder nichts. Ja, und jetzt ist kein Start mehr und jetzt kommt hier ein Schloss hin. Auch nur ein kleines Schloss bisher. Wieso sind hier eigentlich die Blattwerke? Sind die. Ja, die Bäume sind natürlich nicht komplett abgebaut. Überall Blattwerk, aber kein Baum. Machen wir mal auch erstmal weg hier die Bäume. Und dann irgendwann mal wieder gepflanzt werden vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber erstmal muss das ganze Blattwerk da weg. Das nervt mich nämlich. Ist so. Kannst du mir glauben? Kannst du es aber auch lassen. Nö, will ich nicht. Ja, das, dann dein Bier. Ne? Da nipp ich nicht dran. So.
Nein. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen am Überlegen. Kannst du das glauben, dass ich ein bisschen am Überlegen bin? Nö. Machen wir hier vorübergehend. Glaube ich dir nicht. Ein Trapper, damit wir da raus steppen können. Was wäre denn, wenn wir sagen, dass wir sagen mal, hier kommt dann so Treppe hin. So Treppe? Treppe? Treppe. Ups. Also die Treppe wird dann ein bisschen ausgebaut. Hier kommt dann so Treppe hin. Und dann, beziehungsweise kommt, nee, warte mal. Das machen wir anders hier. Also ähnlich, aber anders. Und zwar... Nein. Kommt hier noch so eine kleine... Hier ist immer noch dieser komische Kack. Mensch. Und zwar kommt hier so ein bisschen noch... Nein. Wobei, machen wir anders. Haben wir denn hier noch Kies? 28 Kies haben wir nur. 28 Kies haben wir nur. Wobei, wir können auch ein bisschen Sand verwenden vielleicht. Dann machen wir hier so ein bisschen... Du weißt, wie man Kies macht. Gucken. Ich brauche, glaube ich, gar nicht so viel. Also, ich schaue gleich mal, wie viel ich brauche. Also weißt du es nicht. Das ist korrekt. Mit Bambus. So. Das ist nicht korrekt. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade über was im Lager haben. Bambus? Mhm. Weiß ich auch nicht, kann ich dir nicht sagen. Warum nicht? So. Dann vergrößern wir die Plattform noch ein bisschen. Warum kannst du es nicht sagen? Ich gar nichts an. Weil du keine Ahnung hast. Okay, ja, das war jetzt wieder nicht genug Kies. Verstehe, weil du keine Ahnung hast. Das war wieder nicht genug Kies. Ich verstehe. Du hättest die Kerze wenigstens anzünden können, dass wir deine Lichtquelle haben. Da hängt da einfach eine Kerze dahin und Die geht ja nach der Zeit aus. Habe ich schon mal gemacht gehabt. Das hatte ich schon mal gemacht. Die ist wieder ausgegangen. Stimmt nicht. Ach. Stimmt ja wohl. So, ganz grob so eine Geschichte hier wird das dann. Das wird noch verfeinert. Die Treppen sind sowieso auch nur vorübergehend. Das ist immer alles vorübergehend, weißt du doch. Ja, weißt du doch. Und dann bleibt das so. Nee, tut's nicht. Das bleibt vielleicht so. Da schauen wir nochmal. Das wird, glaube ich, auch noch dann weiter hochgezogen. Das wäre ein krasser Baum dann für das Schloss. Aber das bleibt erstmal so, ne? Nur, dass du das mal gehört hast. So, und hier hätte ich dann das erste Eingangstor hingemacht. Habe ich nicht gehört. Hast du was gesagt? 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh, machen wir, glaube ich, schon so 7 hoch ungefähr, ne? Nee, machen wir nicht. Auch gar nichts an. Also mach mal deinen eigenen Kram da bitte. Mach ich doch. Ich möchte es, glaube ich, auch anders haben. Ich mach meinen eigenen Kram. Ja, dann mach mal deinen eigenen Kram bitte, ne? Ich mach meinen eigenen Kram. Ja, okay. Ja, meinetwegen auch. Ne? Also. Mal schauen. Wenn wir die Treppe doch ein bisschen nach hier dann verlagern, ein bisschen weiter rechts, dann könnten wir... Tun wir aber nicht. Theoretisch sowas hier. Ach ja. So in der Art. Nein. Dann hätten wir hier... den ersten Pfosten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da war schon wieder ein Furz. Die Dinger klingen auch immer so eklig, ne? So wie du. So. Ups.
Nein. Ja. Nein. Was haben wir da? Eine Lücke. Nein. Eine Lücke hier. Dann machen wir das so. Nein. 7. Ja. Wie weit hörst du die Fürze eigentlich von mir? Also von dir ich natürlich, aber... schade. Nein. So. Oh. Was ist denn da passiert? Also nicht. Ach du Scheiße, wer hat das denn gemacht? Du. Dann müssen es ja Profis gewesen sein, wenn ich das war. Nein, du bist schlecht, leg doch mal ein bisschen deswegen ordentlich, bitte. Nee. Doch. Da sind wir schön gegengeklatscht. So. Ich lasse es einfach. Warum? Ja, wo sind eigentlich die ganzen Sklaven, die hier das Schloss bauen müssen? Ne? Alles muss man selber machen. Okay. Bin ich unfassbar, also wirklich. Sklaven nicht hier sind, um das Schloss zu bauen. Das ist ja komisch. Nee, ist es nicht. Einfach nur asozial. Ist es jetzt richtig? Nein. Das sieht... Ich glaube, das sieht richtig aus. Der Sand sieht jetzt nur kacke aus. Also passt zu dir. Nee. Doch. Ich merke auch gerade, man könnte eine richtig krasse Eimerfarm machen. Können wir Eimer einschmelzen oder so zu Eisen? Müssten wir, ja. Ehrlich jetzt? Ja, mit dem anderen. Wie mit dem anderen? Wir können wirklich eine richtig, also wir können ganz einfach hier Sandtürme bauen, mit der Fackel die abploppen lassen, dann können da immer wieder Eimer rauskommen. Mhm. Also können wir unendlich Eimer haben und dadurch unendlich Eisen. Ah, cool. Interessiert dich auch nicht, ne? Ich höre dir nur zu. Ja, ist mir auch egal eigentlich. So halb. So halb. Was hast du gesagt? Drei, vier, fünf. Wenn dann da auch noch eine Kerze fehlt. Aber ist das wirklich gleichmäßig? Irgendwie sieht es komisch aus ein bisschen. Sag mal, was macht denn eigentlich der Kack-Schornstein hier? Hast du was gesagt? Nicht zu dir, ne. Yvonne? Ich rede auch gar nicht mehr mit dir. Yvonne ist gerade in einer anderen Leitung. Also ist hier, Yvonne, kannst du mal rauskommen, bitte? Du bist doch Yvonne. Yvonne! Okay, und da kommt dann... Yvonne. Da kommt dann die Tür hin. Ich weiß halt nicht, ob die Tür groß genug ist für mein Schloss. Wir krabbeln mal hier hoch gerade. Es ist halt ein bisschen, also gerade wenn ich in diese Richtung hier schaue, mit dem Turm, der noch hässlich ist, ist halt ein bisschen die Frage, wie das dann ins Bild passen wird. Na, zur Not vergrößern wir den Eingang dann noch. Das ist ja wie gesagt nur ein kleines Schloss. Wenn ich das selber hier hochzimmern muss von Hand, dann da machen wir das nicht ganz so riesig. Ah ja. Schöne Selbstgespräche, die du ganz führst. Ja, das kann ich gut, ne? Sehr gut. Aber schön, dass du auch auf meine Selbstgespräche eingehst. Das, ne? Sehr gut kannst du es sogar. Ja, so jetzt würde ich sagen, machen wir das wie bei einer deutschen Baustelle. Erstmal 3 Jahre Baustopp ungefähr. Also so wie bei mir die ganze Zeit. Ja, wo bist du denn überhaupt zugegen jetzt? Bist du immer noch... Hey, was machst du denn da unten die ganze Zeit in der Kaktusfarm? Ich sehe nicht eine Ebene mehr, aber ich sehe dich die ganze Zeit bei der Kaktusfarm. Was ist hier heute schon Produktives passiert? Warum soll ich eine Ebene mehr bauen? Was ist hier heute schon Produktives passiert? Wie viele Kakteen haben wir gesammelt? Wo sind denn überhaupt die Kakteen? Das Gefühl, dass wir noch gar keine Kakteen gesammelt haben.
Und ich verstehe auch diese Gerätschaft hier nicht. Weil es so besser geht jetzt. Ach so. Und zurück zu meiner anderen Frage. Wo sind die Kakteen? Willst du nicht drüber reden? Ist dir das zu peinlich? Da wir gerade Haste-Brot bekommen haben, baller ich mir nochmal eine Spitzhacke, eine neue. Freut der Zentus sich, wenn ich mir wieder Diamanten hier schnecke. Mach mal. Aber der sagt ja eh nichts, also. Diamonds. Da muss ich wohl einen Block aufbrechen. Nein, machst du nicht. Ach so. Ist okay. Das ist okay. Dann mache ich das nicht. Ich weiß, dass du es trotzdem machst. Was ist das denn hier? Nee. Nee. Nein. Nö. Minus 20% Dickspeed. Was ist denn das schon wieder für ein Müll? Das ist ja einfach nur frech. Es kommt ja auch nur wieder Müll raus. Würde ich halt minus 20% Dickspeed mitnehmen. Aber dafür hätte ich Effizienz und das würde es vielleicht wieder ein bisschen ausgleichen. Das ist aber auch, das ist wieder Müll, wenn man das so macht. So kostet das ein Level mehr. Aber dafür würde ich das minus Dickspeed nicht mitnehmen. Anstatt dass du mal so guckst oder das vorher schon gemacht hättest, dass du die ordentlich verzauberst oder so. Ich habe ja jetzt eine, die verzaubert ist mit EFI 3. Warum machst du hier schon wieder neu? Rein, weil die gerade fast kaputt war und ich habe das EFI aber mitgenommen. Jetzt ballern wir schon wieder die rein. Doch mit der alten. Habe ich doch gerade auch gemacht. Ich habe doch gesagt, das habe ich mitgenommen, das EFI. Die kaputte Spitzhacke mit der neuen kombiniert und EFI mitgenommen und die sogar verbessert. Von einer Kommen zu einer Ankommen. Mhm. Ja, kannst du mal sehen. Was kann ich nämlich? Vor allem, du baust dieses Schloss da jetzt und dann das andere ist auch noch nicht fertig, was du da gemacht hast. Ja, das ist Work in Progress. Ne? Das kommt nach und nach. Erstmal farme ich jetzt kurz Stein und Level. Mhm. Ja, aber wirklich, fürs Schloss brauche ich viel Stein, deswegen lohnt sich das. Wir haben ja gerade Goldbrot bekommen. Deswegen nutze ich das jetzt einmal kurz, um hier schön schnell nochmal ein paar Level zu ballern, weil ich habe viel zu wenig Fertigkeitspunkte die letzten Streams bekommen. Ich brauche mal wieder Fertigkeitspunkte. Mhm. Ne, das ist hier, da kommt die ganze Energie her aus den Fertigkeitspunkten. Okay. Ja. Glaube ich dir nicht. Weißt du, kennst das nicht, weil du kaum Fertigkeitspunkte hast. Auf welchem Level bist du jetzt eigentlich? Bei normal? Also bei den Skills? Keine Ahnung. Ja, du könntest auch mal kurz nachgucken, wenn ich frage. Welches Level bist du denn? Ich bin Level 50. Earn Points 50, Spend Points 50. 46. Na gut. Meinetwegen. Ja, deinetwegen, warum auch immer. Ja, es geht dir auch nichts an schon wieder, ne? Warum auch immer privat deine, hier. Deinetwegen. Nee, das ist auch schon wieder... explodiert denn der Kack hier, das Penglum-Erz? Du heißt es dann nicht Krepererz. Ja, Penglumerz. Pinguin. Pinguin? Kinderpinguin. Oder so. Oder Maxi-Kicken? Kinderpinguine sind lecker, aber teuer. Viel zu wenig. Ja, das ist korrekt. Ich glaube, also das letzte Mal, aber das ist glaube ich auch schon 3 Jahre her, dass ich da mal geguckt habe, da war 30 Cent pro Stück umgerechnet. Geht einigermaßen. Vor allem sind die auch gefühlt kleiner geworden. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hatte das jetzt schon locker 2-3 Jahre nicht mehr. Hatte vor einem Jahr ungefähr, das war das letzte, was ich mal hatte, das war Maxi King. Habe ich mir einmal geholt. Nee, die sind wirklich gefühlt kleiner geworden. Das Stück. Ja, oder du bist größer geworden. Nee. Ach so. Nicht deswegen jetzt, aber die sind wirklich kleiner geworden. So, ja. Das passiert wohl mal. Aber trotzdem gleicher Preis, ne? Oder teurer sogar. Das ist immer das Beste. Weniger drin, aber teurer oder gleicher Preis. Das findest du gut, wenn da wenig drin ist? Und das teurer wird?
Das ist ja eigentlich nicht so gut. Nein. Ach so. Mir leid, dann habe ich das missverstanden. So wie du alles missverstehst, muss ich sagen. Ja, mit Absicht. Weiß. Warte, ganz Punkt. Schön für dich. Direkt weiter in Mining reinballern. Ich habe zwar jetzt ein paar Fortune hier offen, aber ich meine gerade sowieso keine Erz. Uiuiui. Uiuiui. Ich meine gerade sowieso keine Erz. Uiuiui. Ja, das ist hier der, ne? Nee. Ach so. Der was? Nicht. Nee. Nee. Akzeptier das. Nein heißt nein. Nein heißt ja. Okay. Wird schon wieder frech. Nein, würde ich gar nicht. Ach nee, stimmt. Du wirst nicht wieder, sondern du bist dauerhaft. Nö, nee, bin ich nicht. Ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem Kaltgetränk, meine Werdensklaven, ne? Du sollst nicht so viel Energy mehr trinken. Ich trinke doch kein Energy mehr. Ich muss morgen um 5 aufstehen. Da trinke ich doch um 18 Uhr kein Energy mehr. Nein, warum nicht? Habe ich dir gerade gesagt. Und ich habe nur gefragt, warum nicht? Ja, und genau das habe ich dir gerade gesagt. Das warum. Ja, aber warum die Zeit nicht mehr, hä? Weißt du was, komm, mach einen Kopf zu. Aber es ist schon zu spät für dich, Sandmann ist ja auch schon fast vorbei. Nee. Aber ich habe dir das wirklich direkt davor gesagt. Nein. Bist du gerade lost oder willst du mich verarschen? Hast du mir gar nicht gesagt. Willst du mich verarschen? Komm, mach einen Kopf zu. Ganz ehrlich. Hast du mir gar nicht gesagt. Mach du den Kopf. Was hast du denn gesagt? Sag's doch nochmal. Es reicht mir jetzt. Es ist Schluss, Zentus. Hä? Yvonne. Reicht. Halt, stopp. Ich fühle mir gemobbt. Ne? Damit das aber mal klar ist hier auch. Ich fühle mir gemobbt. Ich fühle mir gemöbelt. Aber du bist doch kein Wischmob, hä? Weil in deinem Arsch ist gleich ein Wischmob. Wenn der hier nicht aufpasst. Ne? Aber wenn du das gerne so haben möchtest, ne? Dann ist es deine Entscheidung, können wir das einrichten. Oder ausrichten. Oder verrichten. Oder was auch immer. Eigentlich. Mhm. Theoretisch. Dann auch praktisch ist, dass, ich frag dich ganz nur, du laberst die ganze Zeit Dünnpfiff. Ja, dann erzähl du doch auch mal was. Dann lass uns mal eine ordentliche Konversation führen. Dann laber ich auch kein Dünnschiss. Irgendjemand muss ja die. Ich frag dich nur, warum nicht? Und du laberst nur Müll. Ja, ich hab dir gesagt, warum nicht. Hast du gar nicht. Weil ich morgen um 5 Uhr aufstehen muss. Und meine Frage war nur, warum trinkst du dann trotzdem keine Energy? Du musst doch länger hin, bis dahin noch. Wenn ich jetzt noch ein Energy... Kennst du die Halbwertszeit von Koffein? Hier ist ja, aber, mein Körper nicht. Ja, wenn ich jetzt noch ein Energy trinke und sage, nehmen wir mal den kürzesten Wert, nehmen wir mal die 8 Stunden und in 8 Stunden habe ich den halben Wert in meinem Körper erreicht, der dann abgebaut ist. Und dann habe ich noch 8 Stunden, bis es komplett abgebaut ist. Und in 8 Stunden von 18 Uhr aus ist es 2 Uhr nachts und um 5 Uhr muss ich aufstehen. Dann sag doch, dass dein Körper das nicht so schnell abbaut. Das hängt nicht nur an meinem Körper, das ist die Halbwertszeit. Und was soll diese Scheiße hier? Ich hab extra da freigelassen und du baust hier Blöcke rein. Was ist denn für eine Scheiße? Zum Feld. Ich weiß gar nicht, wovon du gerade redest. Ich hab da vorübergehend Slaps hingemacht. Damit ich da nicht mal springen muss. Ich bin doch schon so alt und meine Gelenke, ne? Sei denn. Da ist er, im Keller war er gerade. Wir sitzen doch hier von außen. Du
Machst du aber bitte die richtigen Slabs. Es gibt keine Kies-Slabs. Was ist denn... Was ist denn daran jetzt richtiger? Weil ich das damit so bauen wollte, deswegen. Ja, aber das wusste ich ja nicht. Ich hatte vorhin Cobblestone-Slabs in meinem Inventar. Da habe ich das mal kurz angefixt. Weil du das immer mit Cobblestone-Müll machst. Nee, das ist hier dieses Work in Progress, ne? Das wird dann immer mal verbessert. Jetzt verbesserst du das und dann hast du das alte halt abgebaut. Dann ist das so, ne? Das ist doch vollkommen fein. Es war nur unnötig, dass man das extra wieder abbauen musste. Das müssen wir sowieso noch 10.000 Mal machen. Die Mobfarm müssen wir auch zu 90% wieder abbauen. Das äußere Gerüst da. Nein. Hat da jemand gemeckert? Hab da nicht gemeckert, glaube ich. Habe ich da gemeckert? Ich werde da noch meckern, glaube ich. Jetzt pfeifen wir uns noch ein Brot rein. Ballern wir hier weiter den Keller weg, bis wir alle drei Brote weg haben. Aber wir brauchen echt mal endlich gutes Equipment hier. Also ordentliche Spitzhacken und so mit richtigen Enchantments. Da müssen wir uns dann mal sehr bald drum kümmern. Ich bin schon froh, dass ich ein halbwegs ordentlicher Spitzhacke habe. Aber das Ding jedes Mal reparieren zu müssen, ist halt so nervig, ne? Ja, es kostet halt vor allem auch immer mehr Level, ne? Das ist dann... Und wir brauchen, glaube ich, auch mal was Besseres als dir. Ja, und dafür brauchen wir halt hier diese Nether-Dinger da, Nether-Plates. Ich weiß aber nicht, ob das das Beste hier ist in dem Modpack. Ich vermute irgendwie, dass es da bessere Sachen geben könnte. Ich glaube, zu Anfang ist das erstmal das Beste. Na gut, vom Anfang sind wir schon weit entfernt, ne? Von den besseren Sachen meine ich jetzt, aber ja, gut. Ich weiß halt nicht, ob es nicht geiler wäre, wenn wir einfach mal ein paar, den ein oder anderen Boss machen, ob da nicht vielleicht was droppen kann. Vielleicht auch wenigstens an Materialien, woraus man dann Spitzhacken machen kann. Das wäre, glaube ich, am einfachsten, weil das Modpack ist ja darauf ausgelegt, dass man Bosse schlachtet und dass man dadurch das beste Equipment bekommt. Ja. In allen Bereichen. Weil ich meine, also ob wir dann Bosse schlachten, die leichter zu finden sind, oder ob wir im Nether nach diesem Charakter suchen, würde ich lieber ein paar Bosse schlachten, aber das müssen wir auch gemeinsam machen. Nee, das können wir alleine. Das können wir halt mit den Dia-Blöcken machen. Was, dieses Nether-Zeug suchen? Nein, daraus bauen. Die Netherite-Sachen. Ja. Ja, aber wenn wir von einem Boss zum Beispiel direkt gute Erze gedroppt bekommen, woraus man Spitzhacken machen kann, wir brauchen das auch noch für irgendwas anderes, war das. Ich weiß jetzt gerade noch nicht mehr. Ach, für Rucksackverbesserung. Dafür war das. Ja gut, das können wir aber irgendwann mal machen. Also ich bin mit meinem Rucksack erstmal zufrieden. Das ist für die letzte Stufe, halt wofür wir das brauchen, auf jeden Fall. Wie gesagt, das kann. Also ich meine, du kannst gerne dich im Nether da rumschlagen, aber ich habe da erstmal wenig. Dafür brauchen wir die Tierblöcke. Bis dahin werden wir auch noch. Bis wir da mal rumkramen im Nether. Bis dahin werden wir noch reichlich Dias gefunden haben. Ja, außer man verbraucht die ständig halt, ne? Ich bringe auch ständig wieder welche rein. Das war jetzt nicht auf dich. Das war jetzt nicht auf dich gemünzt. Das war jetzt nicht auf dich gemünzt, das war jetzt generell gemeint. So, also du hast dich damit auch angesprochen. Ja. Ne? Na gut, dann akzeptiere ich das. Und sonst hätte ich explizit auch dich gemeint eben. Also. Ja, weiß ich immer nicht so, ne? Doch. Und langsam müsstest du das doch wissen. Ich weiß, du bist dumm, weißt du nicht. So, wann kommt denn jetzt mal der nächste Fertigkeitspunkt hier? Oh, sehr knapp. Ui. Extra finde ich also gar nicht. Hast du jetzt kurzfristig jetzt mal hier in der Mine unten nur ein paar Schritte? Warum sollte ich? Hast du mal hier in den Raum reingeguckt? Was ich schon geschafft habe heute? Gar nichts, ich weiß. Mehr geschafft als du. Du bist da seit 3 Stunden. Oder wie lange sind wir online? Ja, seit 3 Stunden bist du da am Wasser-Dings. Ja, kannst mal sehen.